Dann werde ich mal mit Jörg reden. Ja, was soll ich tun? Ist alles in Ordnung? Oh, hallo, mein Name ist Jörg. Ich möchte in dieser Stadt eine Runenlinse-Schmiede eröffnen. Eine Schmiede, also ein Ort zur Aufwertung von Runenlinsen. Die willst du in so einer Stadt eröffnen? Ja, außer ich finde keine unbearbeitete Linse, dann vielleicht nicht. Ich habe einen Abenteurer damit beauftragt, eine für mich zu suchen, aber er ist nicht zurückgekehrt. Ich finde sonst niemanden. Du hast Glück, Jörg. Wir haben zufällig eine unbearbeitete Linse. Wirklich? Aber ich kann doch nicht. Nein, kannst du nicht, Kumpel. Wir wissen, wie viel das Ding wert ist, oder, CJ? Das? Mir ist das nicht viel wert, habe ich doch gesagt, oder? Abgesehen davon bekomme ich mit Hilfe seiner Schmiede wahrscheinlich den Schatz, den ich wirklich will. Ganz meine Rede, wenn du dich davon trennst, würde ich deine Großzügigkeit nie vergessen. Eine unbearbeitete Linse ist wirklich alles, was du brauchst. Nun, für so eine große bräuchte ich vermutlich ein Gestell. Und ich bräuchte Material, um ihn zu bauen. Sonst noch Wünsche? Ich bekomme einen fairen Anteil, wenn das alles vorbei ist, kommt. Dem komme ich gerne nach. Na gut, wir besorgen dir, was du brauchst. Werkzeugstufen, um Ressourcen mit hohem Level wie schwere Steine zu sammeln, musst du Werkzeuge mit hohem Level verwenden. Werkzeuge wie Äxte, Spitzhacken, Fallen und Angelruten können im Werkzeugladen gekauft und aufgerüstet werden. Baue schweren Stein im großen Wald ab. Zum Glück habe ich das schon ein bisschen vorgesorgt. Ich bin zurück. Jede Menge Material und eine unbearbeitete Linse. Ich bin sprachlos. Eine große unbearbeitete Linse, solche Großzügigkeit. Jetzt kann ich meine Schmiede endlich eröffnen. Großartig. Als Zeichen meiner Dankbarkeit möchte ich dir diese Runenlinse geben. Wirklich? Ich kann nicht behaupten, dass sie so wertvoll ist wie die unbearbeitete Linse, aber sie soll ein Zeichen meiner Dankbarkeit sein. CJ, wehe, du nimmst die nicht an. Danke. Linsenschmiede wird bald geöffnet. CJ's Runenlinse erhalten. 500 Bako erhalten. 500 DP. Die Linsenschmiede, verstärke hier deine Runenlinsen, um höherstufige Runen ausrüsten zu können. Jawohl, ich habe eine Runenlinse. Ich muss sie nur noch mit der Erdrune ausrüsten und dann können wir diese Säule durchschlagen. Nicht nur das, es verschafft uns auch einen Vorteil gegen Wassermonster. Die Monster werden wahrscheinlich immer stärker, je weiter wir nach unten gehen. Die Elemente auf unserer Seite zu haben, würde definitiv nicht schaden. Lass uns alle Runenlinsen oder Linsenfragmente, die wir finden, hierher zurückbringen, damit wir sie gut nutzen können. Was immer du sagst, Kumpel, aber zuerst sollten wir uns um die Elementum-Säule kümmern. Runenlinse. Wenn du Runen ausgerüstet, kannst du ihre magische Energie bündeln, um Magieangriffe auszuführen.
Wenn du die Linsenschmiede verbesserst, kannst du hochstufigere Runen ausrüsten. Runenlinsen können nur mit Runen derselben oder einer niedrigen Stufe geprägt werden. Runenlinsen können in der Linsenschmiede in der Stufe aufsteigen. Wenn eine Rune auf eine Runenlinse geprägt wurde, kannst du einen Charakter damit ausrüsten. Es geht über das Hauptmenü wie folgt: Werte, Ausrüstung und wähle dann die Runenlinse, die du ausrüsten willst. Durch Runen kann elementare Kraft für Angriffe kanalisiert werden, aber Vorsicht, einige Gegner können diese Kraft auch nutzen. Jedes Element hat eine Schwäche: Erde gegen Wind, Wind gegen Feuer, Feuer gegen Wasser, Wasser gegen Erde. Okay. Das weiß ich nicht. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich investiere fast lieber in die Rüstung und Waffen. Ich meine, je länger ich kämpfen kann und aushalten kann, das bringt mir mehr, als wenn ich da unten die Tasche erweitere oder so. Okay, jetzt habe ich zu wenig Kohle. Ja, scheiße. Also, Steinbruch, go. Das heisst, ich muss jetzt die noch ausrüsten, wenn ich das richtig verstanden habe, oder nicht? Erfüllt deine Angriffe oder deine Verteidigung mit der Kraft der Erde, effektiv gegen Eis- und Wassergegner. Erfolg freigeschaltet. Heiltrank Stufe 2 erhalten. Aha, das ist jetzt große Erze. Thank you.
Schürferohrring Stufe 2,5. Ein Wetzstein erhalten. Okay, da der Kleber oder was das ist, das kann ich nicht wegmachen. Auf jeden Fall habe ich jetzt den Wetzstein und etwas Bronze. Ja. Ich glaube, ich gehe direkt zurück und nachher schauen, was weiter passiert dort. Wir sind zurück. Ich nehme dann jetzt diese Schätze aus dem Osten. Vielen Dank. Schon wieder zurück? Was? Wunderbar. Stempel und Schätze wie versprochen. In Ordnung. Das ist das erste Mal, dass ich etwas aus der Ostprovinz sehe. Ich wette, es ist was zum... Das ist ein Flaschenkürbis. Er bringt Glück. Weißt du, wenn man dir einen Flaschenkürbis gibt, ist Glück deine Belohnung. Wie wir in der Ostprovinz sagen, darin lässt sich Wasser lagern oder Wein, wenn dir das lieber ist. Oder man verwendet ihn als Trommel oder zur Not als Waffe. Einige Geschichten erzählen von Männern, die ganze Pferde aus ihnen herausgezogen haben. Wirklich? Nun, dafür brauchst du sicher noch eine Menge Übung, Isolation oder sowas, aber möglich ist alles. Wow, er gehört jetzt dir, viel Spaß. Unglaublich. Da das nun geklärt ist, lass umgehend dein Schwert in Ordnung bringen. Wer weiß, wann unsere Banditenfreunde wieder zuschlagen. Verstanden, aber bist du sicher, dass die Banditen unsere einzigen Feinde sind? Was meint er damit? Hey, in Ordnung, das reicht. Können wir einfach gehen, bevor die Banditen zurückkommen? Ich würde heute gerne wenigstens ein paar Schätze jagen. Oh, das habe ich völlig vergessen. Gehen wir zurück zu dem Henkelstein beim Bauernhof. Quest abgeschlossen. Hauptquest 13. Versperrt.
Hey du, da weißt du, wo ich Gokto finden kann? Nö. Wo könnte er nur sein? Ich habe mir so viel Mühe damit gegeben, diese Unterschriften zu sammeln. Unterschriften? Ja genau, ich bin Gerhard, ein Fürsprecher für die Senkung der Erkundungssteuer. Deshalb habe ich Unterschriften gesammelt. Oh, das ist eine tolle Idee. Kann ich die Petition auch unterschreiben? Kannst du gerne machen, aber solange ich Gokto nicht aushändigen kann, bleibt sie nur ein wertloses Stück Papier. Ich werde nach ihm suchen. Ach was, ich kann doch meine Aufgabe nicht auf dich abwälzen. Ist schon gut, du musst sie ihm ja nur geben, richtig? Also im Wohnviertel hat noch jemand, der Hilfe braucht. Preta, hey du da, ich hier? Entschuldige, aber kannst du mein geschärftes Messer bei Tatara abholen? Sag ihm, dass Preta dich schickt und er weiß Bescheid. Klar doch, kein Problem. Hole das Messer aus der Schmiede zurück. Wo war noch jemand? In der Zweitstraße. Gokto, die Fremdländer haben hier eine Petition für dich. Eine Petition? Dann bist du wohl nur die Boten, schätze ich. Zeig mal her. Oh, wusstest du schon darüber Bescheid? Ob ich davon wusste, das Ganze war meine Idee. Dein Ernst? Ich setze die Steuern hier nicht fest, das ist Ishas Aufgabe. Also? Meine Aufgabe ist es, die Fremdländer bei Laune zu halten. Ich gehe schließlich davon aus, dass sie mehr bedrückt, als sie uns offen mitteilen wollen. Insbesondere diejenigen, die hier ihren Namen notiert haben. Wow, du denkst echt an alles, oder? Also, eine Quest wieder fertig. Dann Tatara. Hey Tatara, ich bin hier, um ein Messer für eine gewisse Preta abzuholen. Das willst du also? Ja, sie hat mich gebeten, hier vorbeizuschauen und es abzuholen. Du solltest dich besser von ihr fernhalten, aber wie auch immer, hier hast du es. Okay. Schaltet Luftschritt frei. Okay, mach das mal. CJ Spezialfähigkeit ermöglicht dir, den schnellen Schritt sogar in der Luft anzuwenden. Perfekte Manöver für Erkundungen und Kämpfe. Okay. Ja gut, ich gehe mal weiter. Ah, da brauche ich Azurkristall, das habe ich noch nicht. Hier bräuchte ich Silbererz, das habe ich auch nicht. Spitzhacke Stufe 3 könnte ich theoretisch machen, aber im Moment fehlt mir einfach permanent Geld. Nein, das verstehe ich nicht. Was ist los?
Ich will einen Trank brauen, der die Essenz der Widerstandsfähigkeit von Monstern einfängt. Aber ich schaffe es einfach nicht. Ich muss so nah wie möglich an den Schleimrand kommen, um herauszufinden, was sie so besonders macht. Brauchst du Hilfe? Wenn es dir nichts ausmacht, du bist meine Heldin. Hehe, ich hab's noch drauf. Erhalte gelbe Schleimgelee im Steinbruch. Habe ich per Zufall 8 Stück bräuchte, oder? Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Hier, bitte. Wow, du hast es wirklich geschafft. Damit kann ich lernen, wie ich Stärkungstränke herstellen kann. Also, wenn du hier bitte unterschreiben würdest, gebe ich dir den Stempel. Unterschreiben? Na gut, okay. Das ist aber das erste Mal, dass ich für einen Stempel unterschreiben muss. Ist das eine neue Regel? Danke und nein, keine Regel. Das ist der Beweis dafür, dass jedermanns Lieblingsabenteurerin CJ netterweise an diesem neuen Trank mitgewirkt hat. Der letzte, den du für mich ausprobiert hast, war in wenigen Minuten ausverkauft. Das wird bei diesem bestimmt genauso sein. Nein, das verstehe ich nicht. Überzeugende Performance, findest du nicht? Naja, sie hat nicht gerade Freude, ist ja klar. Bau von Apotheke ist abgeschlossen. Apotheke hat neue Waren auf Lager. Heiltrank Stufe 2 erhalten. 1000 Pack erhalten. 750 E. Kann ja mal schauen. Ich habe ja jetzt genau, 40 verdiente Stempel. Für das bekomme ich 5 große Erz. Okay, mach ich mal. Dann. Was ist jetzt als nächstes dran? Muss ich gerade kurz abschauen. Ah ja, inneres. Das heißt, ich kann jetzt da alle abschließen. Warte mal. Also in der ja genau hier ist er. Ich habe deine verlorenen Materialien besorgt. Vielen Dank, du bist echt ein Schatz. Bang, Stempel. Und wieder ein bisschen mehr Wumms drauf. Der nächste finde ich keinen Platz und dann im Wohnviertel. Habe ihm die Petition gegeben. Oh, vielen Dank. Gokto hat mir erzählt, dass es seine Idee war. Ich wusste doch, dass ich mich selbst darum hätte kümmern sollen. Habe dein geschärftes Messer mitgebracht. Oh klasse, vielen Dank. Ja, das sollte sich gut machen. Willst du damit irgendwas Großes aufschneiden? So könnte man das sagen. Ich muss ihn aber zuerst in die Finger kriegen. Er war nicht immer so.
Hier, nimm deinen Stempel und geh wieder. Jetzt will die jemand umbringen, oder? Okay, jetzt das Ende. Ich frage mich gerade, ob ich mal mit den Kühen auch noch vorbeischauen soll. Wenn ich schon da bin. Hier könnt ihr einfach Milch kaufen und fertig. Ich hab gedacht, vielleicht gibt ihr mir auch einen Liter oder so Grad. Da vorne sind Blitzmonster. Erdrunnen bringen dir nichts gegen sie. Ach Mist. Ich frage mich gerade, wie weit ich da zurück kann. Okay, bis hier hat sich nichts verändert. Hätte ja sein können, dass da irgendetwas plötzlich ist, oder? Also speichern. Ja. Ich geh mal weg. Zu dem Gefallen tue ich dem nicht nochmal da reinzulassen. Lila Schleimgelee erhalten. Eine Sackgasse, hä? Noch ein Henkelstein, glaubst du, wir können ihn verwenden? Gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Benutz endlich die Runenlinse. Bist du nicht nervös? Nein.
Wir hatten letztes Mal Glück und sind in der Nähe der Stadt rausgekommen, aber keine Ahnung, wo uns dieses Ding hinbringen wird. Das ist doch der halbe Spaß, oder nicht? Spaß, in den Ozean geworfen zu werden oder mit dem Kopf voran auf einen Felsen aufzuschlagen, klingt nicht nach Spaß. Du bist eine Schatzjägerin, nicht? Kannst du nicht ein wenig herumjagen und eine versteckte Brücke oder sowas finden? Es muss irgendwo einen sicheren Weg hindurch geben, meinst du nicht? Nimm immer den Weg des größten Widerstands, sagt meine Familie immer. Vielen Dank, Hogan. Na schön. Jetzt gerade ist alles besser, als sich verlaufen zu haben. So will ich das hören. Vorwärts, glaube ich. Muss man da alle benutzen? Wahrscheinlich schon. Hier ist wirklich nichts. Und dahinter kann man auch nicht durch. Na gut, dann Daumen drücken und schauen, was passiert. Wow, Schnee. Kalt, ich komme nicht gut mit der Kälte klar. Garu, wir können neu Nevae von hier aus sehen. In Ordnung, dieser hier bringt uns auf einen Schneeberg. Verstanden, gehen wir nach Hause. Keine Chance, es muss einen Grund geben, warum dieser Hinkelstein hier aufgestellt wurde. Irgendwo hier muss es einen versteckten Eingang zu den Hügeln geben. Sehen wir uns mal um. Uff, dann beeil dich. Der Schneegipfel, ein schneebedeckter Berg, der über neue Nevae ragt. Kreaturen mit der Kraft des Eises nennen diese gefrorene Landschaft ihr Zuhause. Bereit, jeden sofort einzufrieren, der sich hierher wagt. Wohin kann ich denn jetzt reisen? Aufstieg, Hügelbogen. Erdbalsam Stufe 1 erhalten. Also die zwei blauen Pfeile bedeuten, dass man damit mehr Schaden anrichten kann. Thank you.
Oje, schon wieder Sackgasse oder was? Eine Eiswand, wirkt solide. Glaubst du, du könntest sie einbrechen, Garu? Kann es versuchen, Hauruck. Es ist zu kalt, meine Hände sind taub. Im Ernst? Vielleicht schmilzt sie, wenn wir ein Feuer anzünden. Weißt du, wenn dieses magische Mädchen hier wäre, könnte sie die Wand vielleicht wegsprengen. Aber natürlich, Melor, gehen wir zurück und bitten sie um Hilfe. Er scheint nichts dagegen zu haben. Gute Idee, lass uns zurückgehen, bevor ich erfriere. Frag mich aber jetzt, Hauptquest 14, das magische Mädchen. Was soll ich denn jetzt? Warte mal, ich drücke mal. Mal schauen, wo ich jetzt bin. Ah, da unten. Ist da drüben jemand? Sind die Linsenräuber zurück? Ich glaube nicht. Nein, tanzt der? Was zum sieht aus wie jemand aus Neu-Nevae? Aber warum ist der hier unten? War er vielleicht durch die Explosion eingesperrt? Warum fragst du mich das? Frag ihn. Hey, du da drüben, hier lang, geht es nach draußen. Er ist weggelaufen, vielleicht hat er mich nicht gehört. Oh, er hat dich gehört. Wie hätte dich irgendjemand überhören sollen? So wie du rumbrüllst? Vielleicht hat er da was gefunden. Allein mit all den Monstern rundherum, während er tanzt? Warum fragst du mich immer wieder? Ich weiß nicht, es schien ihn nicht so sehr zu stören, oder? Stimmt wohl. Vielleicht hat er einen Schatz gefunden und war deswegen einfach sehr glücklich. Egal jetzt, konzentrier dich. Wir müssen dieses magische Kind finden, um die Wand einzureißen, bevor die Banditen zurückkommen. Du hast recht, keine Zeit, sich darüber zu sorgen. Gehen wir Melor holen. Okay. Ich denke, da werden wir wahrscheinlich später noch mehr erfahren. Also das wird auch noch eine Weile dauern, bis ich hier die ganze Goldkarte voll habe. Sie wird wahrscheinlich bei Gokt oder wie heißt der sein? Mal schauen.